Die Sonne. 150 Millionen Kilometer entfernt und doch könnte sie mit ihrer Kraft den Energiehunger der Welt stillen. In der Sahara scheint sie länger und intensiver als an jedem anderen Ort der Erde. Ein idealer Standort für sogenannte solarthermische Kraftwerke. Riesige Spiegel erzeugen Temperaturen von bis zu 400 Grad. Dampfturbinen dann den Strom. Der Vorteil von dieser Technologie ist, dass sie die direkte Sonnenstrahlung sehr gut ausnutzt. Und wir haben in der Sahara ein dreifach höheres Potenzial als hier in Deutschland. Die Wärme wird mit Hilfe spezieller Salze in Tanks gespeichert. So kann auch dann Strom produziert werden, wenn die Sonne nicht scheint. Die große Herausforderung, der Strom muss zu uns nach Hause. Bislang aber galt, beim Transport gehen auf 1000 Kilometer 30% der elektrischen Energie verloren. Aus Nordafrika käme kaum etwas an. Die heutige Wechselstromübertragung ist zu verlustreich. Deswegen nimmt man eine neue Technik, die allerdings auch schon in vielen Ländern erprobt worden ist, die Hochspannungsgleichstromübertragung. Hier haben sie Verluste von nur 3% auf etwa 1000 Kilometern. Dafür wird der mit Hilfe von Sonnenkollektoren erzeugte Wechselstrom noch vor Ort in Gleichstrom gewandelt, mit Hochspannung über mehrere Leitungstrassen nach Deutschland transportiert und dort wieder in Wechselstrom zurückgewandelt, der dann aus unseren Steckdosen kommt. 150 Millionen Kilometer hat das Sonnenlicht bis zur Erde zurückgelegt. Die letzten 3000 sind wohl die schwierigsten.